Moin Leute, willkommen ja zu einem neuen Video von mir und es geht, wie ihr es vielleicht schon gelesen habt, um John Deere im LS17 und ja, ich habe einige Male die Frage bekommen in den Kommentaren, ob John Deere im LS17 dabei sein wird, ob Klaas dabei sein wird und ob Cat was glaube ich noch dabei sein wird und fangen wir erstmal ganz kurz an mit Klaas. Klaas ist schon geklärt, Klaas wird wahrscheinlich nicht im LS17 sein, es sei denn die Überraschung ist noch mit einer Mega-Überraschung, aber es ist fast schon hundertprozentig nicht im LS17 dabei. Weil Klaas hatte schon mal in einem Simulator dabei gewesen, also ist schon mal dabei gewesen und das war für die eigentlich so nicht so gut, weil der Simulator hat nicht gut dargestellt und so weiter und so fort. Und wenn Klaas irgendwann mal zusagen sollte, dann frühestens im LS19, würde ich behaupten. Und ja, dann Cat. Und zwar Cat ist ja eigentlich schon mal Challenger, aber ich denke, dass von Cat sonst nichts kommen wird. Es könnte zwar sein, dass vielleicht noch irgendein Caterpillar-Bagger oder sowas kommen wird, aber ich denke es nicht. Dann aber John Deere als Hauptthema. Und zwar, John Deere wird auch nicht im LS17 dabei sein. Denn John Deere, also nicht direkt, sondern indirekt. Denn John Deere war schon immer so, die hatten ihre eigenen Simulatoren. Und zwar schon HWF-Simulatoren und auch normale Simulatoren. Der Unterschied dazu ist, dass der Landwirtschaftssimulator 1000-mal besser ist als deren Simulatoren. Allein schon von der Grafik her und der Physik und von der, ja, ich sag mal, Größe und Reichweite und der Art, wie das Spiel ist. Weil, wenn ihr den mal gesehen habt, dann wisst ihr, der ist nicht gut, der John Deere Simulator. Und ja, jedenfalls machen die dann, also die haben ja einen eigenen Simulator, dann machen die nicht bei einem anderen mit. Das wäre schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, John Deere hat eh so ein bisschen, ich sag jetzt mal Unverschämtheit, dass die einfach den LS genommen haben und haben eigene Mods programmiert dafür, von ihren Maschinen halt und ihren Fahrzeugen und haben die dann, ich glaube auf der Akkutechnik war das, haben die dann ein Bildschirm hingestellt mit einem PC und LS und da konntest du halt in LS den John Deere fahren. War, ich sag jetzt mal ein bisschen mies von denen. Und ja, aber das juckt die halt anscheinend ein viel. Deshalb, John Deere ist nicht im LS17 dabei. Es sei denn, es kommt auch noch als DLC, als Überraschung. Wahrscheinlich auch eher weniger. Es kann natürlich sein, dass John Deere 2019 zusagt, was wahrscheinlich noch die Wahrscheinlichkeit irgendwie besteht. Die ist wahrscheinlich genauso groß wie die von Klaas. Nur, dass Klaas halt nicht zusagen kann. Die haben keine eigenen Simulatoren. Ich denke auch nicht, dass bei Cattle & Crops Klaas zusagen wird. Ja, und Cattle & Crops wird generell so nicht entstehen, weil die PCs das gar nicht schaffen würden, die Standard-PCs, so normale. Und außerdem kriegen die ganzen Lizenzen für die Marken nicht. Ja, also da braucht man sich nicht so große Hoffnung zu machen. Also wie gesagt, John Deere und Klaas frühestens wahrscheinlich im LS19, im LS17 nicht. Aber gut. Ich wollte halt jetzt einfach mal die Frage klären, weil die auch oft in den Kommentaren aufgetreten ist. Ich habe die ganzen Kommentare jetzt auch mal rausgesucht und größtenteils, wo ich sie nochmal gefunden habe, beantwortet und danach gelöscht, damit nicht noch mehr Fragen aufkommen jetzt mit dem Video. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr wollt, natürlich abonnieren. Es werden auch einige Infos zum LS17 kommen. Es sind auch wirklich geile Infos dabei. Da sind noch Marken drin, die bestätigt sind jetzt schon. Die sind zwar nicht unbedingt wie John Deere und Klaas, aber die sind echt geil, teilweise die Marken, die dabei sind. Weil da kann man sich wirklich drüber freuen. Und ja, da werdet ihr auf jeden Fall noch Videos auf meinem Kanal sehen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, natürlich abonnieren. Und ja, dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.